Von der Glachelsuppe zum Hochaltar. 2. Am Weg Gefängnis Evangelische Kirche. Auf dem Weg zu Kreisverkehr, Durchzugsstraße, Baumarkt und Evangelischer Kirche plus Fleischermarkt mit Leihfirma, also auf dem Weg durch das kleinste Karierte einer erschöpften Altstadt, finden Sie Josef Billhofers wunderbare Skulptur aus Bronze. Ohne Hinweis versteckt im schönen Lichthof des Bezirksgerichtes Weiz im ehemaligen Schloss Rathmannsdorf neben der unvermeidlichen örtlichen Sparkasse Billhofer, der Wotruber Schüler von Paul Celan in Paris am Bahnhof abgeholt. Konstantin Brancusi, Alberto Giacometti, eng befreundet mit Ingeborg Bachmann, Albertina, österreichischer Staatspreis, Biennale, New York. Hier steht eine Bronzeplastik des Meisters der formalen Reduktion. Wer weiß, warum sie sich an solch einen Ort verehrte. Bei Kreisverkehr, Leihfirma und Evangelischer Kirche aber eine eiserne, mannshohe Kiste. Also eine Metapher für das Gefängnis, Denken am Menschen hinter Gittern, wie ein rostiger Beichtstuhl für die Gesellschaft im Überfluss. Gedacht wurde wahrscheinlich dabei auch an den Weizer Gefängnispriester in Brasilien, in São Paulo, Günter Skubitsch. 2005 wurde er unter Hollywood-Klängen mit dem Menschenrechtspreis ausgezeichnet. Aus dem bescheidenen Mann mit Weste wurde eine Medienikone. Schon 1988 hatte sich der lebendige Märtyrer vom kalten Weizer Kirchenbarock verabschiedet. Die Kälte hier ist bis heute geblieben.